In Mecklenburg-Vorpommern haben die Schulen die Wahl, ob sie 3 Stunden Deutsch in Klasse 7 unterrichten oder 4 oder 2. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Schulen die Wahl, ob sie einem Kind mit einem Notendurchschnitt von 1,5 oder 2,0 oder 3,0 die Schullaufbahnempfehlung für das Gymnasium geben oder ob es gleich gar keine schulinternen Festlegungen gibt. In Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet sich die Wertigkeit der Zensuren von Schule zu Schule. In Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich sogar die Prüfungsprädikate bei identischen Noten von Schule zu Schule, je nachdem, wie sie berechnet werden, denn mehrere Wege sind möglich. In Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich die Bewertungsmaßstäbe der schriftlichen Englischprüfung vom Bewertungsmaßstab der schriftlichen Mathematikprüfung und diese beiden wiederum unterscheiden sich vom Bewertungsmaßstab, den das Bildungsministerium zu Beginn des Schuljahres erlassen hat. Bewertungen, die weit entfernt sind von Vergleichbarkeit. In Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich sogar die Zugangsvoraussetzungen für Schulabschlüsse. In Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet sich die Stundenzuweisung der Schulen derart voneinander, dass es nicht möglich ist, den Schülerinnen und Schülern gleiche Unterrichts- und Förderbedingungen zu gewähren. Sehr geehrte Damen und Herren, das sind keine vergleichbaren Unterrichts- und Lernbedingungen. Unser Schulsystem ist noch ein ganzes Stück davon entfernt, den Kindern und Jugendlichen vergleichbare schulische Voraussetzungen zu gewähren. Jährlich werden an den Schulen genau zu diesen so unterschiedlichen inhaltlichen und organisatorischen Unstimmigkeiten in den Lehrerkonferenzen Beschlüsse gefasst. All diese Überlegungen und Festlegungen haben stets die Schaffung optimaler Bedingungen für den Unterricht und für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zum Ziel. Und doch sind es genau diese Anstrengungen der Kolleginnen und Kollegen, die eben eines nicht vermögen, eine chancengleiche und gerechte Bildung an ihrer Schule und erst recht nicht über die Grenzen der eigenen Schule hinaus, da es eben nicht möglich ist, Vergleichbarkeit herzustellen. In Mecklenburg-Vorpommern fehlt es an Kriterien, an denen sich die pädagogischen Entscheidungen der Lehrkräfte orientieren. Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler brauchen aber dringend landeseinheitliche Maßstäbe für die Stundenverteilung, die Leistungsnachweise und die Zensierung. Denn diese Bedingungen sind die Grundlage dafür, dass das Lernen zwischen den Schulen in Schwerin, Rostock oder Neubrandenburg vergleichbar ist, ohne auf individuelles und kluges pädagogisches Handeln und Entscheiden zu verzichten. Gegenwärtig können die Lehrkräfte keiner Mutter und keinem Vater erklären und sogar nicht einmal den Kolleginnen und Kollegen der Nachbarschule, warum die Leistungen eines Kindes an jeder Schule anders bewertet werden, warum die Lernerfolge eines Kindes nicht mit denen eines anderen Kindes vergleichbar sind. Jährlich fassen hunderte Schulen Dutzende Beschlüsse über die Anzahl der Klassenarbeiten, die Verteilung der Lernkontrollen, über die Notengebung, über die Entscheidung der Kurseinstufung, über die Anzahl der Kurzkontrollen, über die Bewertung der Schülerinnen und Schüler, die den Berufsreifekurs oder den mittleren Reifekurs belegen. Über. Das ist keine Vergleichbarkeit, das ist kein Markenzeichen von selbstständiger Schule. So entstehen Tausende von unterschiedlichen Vorgaben und Festlegungen, die aber nicht die pädagogische Freiheit oder Vielfalt widerspiegeln, sondern die einfach zeitraubend und nervenaufreibend sind. Dadurch fehlt dann die Zeit, sich über die eigene Unterrichtsgestaltung, über die pädagogische Qualität und über die individuelle Förderung der Kinder auszutauschen. Selbstständig kann eine Schule nur agieren, wenn das Fundament jeder Schule stabil ist. Und dazu gehört eine Stabilität in der Stundenausstattung, in den Grundlagen der Benotung, in der Stundenverteilung sowie in den Regelungen zum Übergang in andere Bildungsgänge. Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn des Schuljahres wurde die Leistungsbewertungsverordnung für die allgemeinbildenden Schulen eingeführt. Das ist ein erster notwendiger Schritt gewesen. Allerdings bleibt diese Verordnung in den Anfängen und regelt nur eins, einen vermeintlich einheitlichen Bewertungsmaßstab. Vermeintlich, weil er eine Orientierung darstellt. Vermeintlich, weil er nicht mit den Maßstäben der Englisch- und Mathematikprüfungen übereinstimmt. Vermeintlich, weil er die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler nicht beachtet. Das ist zwar ein Anfang,
aber der Antrag meiner Fraktion richtet sich auf die Ergänzung und Konkretisierung unter anderem dieser Vorschrift. Denn sie beinhaltet nur einen Bruchteil der notwendigen Regelungen. Und wenn man genau hinschaut, legt sie fast nur fest, was bereits schon vorher in Verwaltungsvorschriften geregelt war. Somit sind wir auch mit dieser Verordnung weit entfernt von einer für das gesamte Land geltenden Regelung und weit entfernt von einer einheitlichen Leistungsbewertung. Die Note jeder Schülerin und jedes Schülers setzt sich damit unterschiedlich zusammen und von Schule zu Schule herrscht Uneinigkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, eine andere große Baustelle, die wir ebenfalls bearbeiten müssen, ist die Kontingentstundentafel. Sie ist meines Erachtens die Ursache für die momentan noch unüberwindbaren, uneinheitlichen und nicht vergleichbaren Unterrichtsbedingungen. Bis zum Schuljahr 2008/2009 war in Mecklenburg-Vorpommern ganz nachvollziehbar, transparent und landesweit einheitlich der Umfang der jeweiligen Wochenstunden für die jeweiligen Fächer in den entsprechenden Jahrgangsstufen festgelegt. Egal, an welcher Schule das Kind lernte, es hatte 2 Stunden Biologie in Klasse 7, 2 Stunden Geschichte in Klasse 6. So konnte auch die Schule gewechselt werden, Familien konnten umziehen, denn die Bedingungen waren identisch, niemand kam ins Stolpern, dieser Weg war eben. Zum Schuljahr 2009/2010 wurde aber dieses bewährte System eingerissen. Man baute an einer Kontingentstundentafel, die niemandem nützt, nur schadet. Die Stundentafel stellt aber eben kein Kontingent bereit, sondern erlaubt lediglich, Fächer in ihrem bisherigen Umfang zu reduzieren und dadurch ein Kontingent zu erhalten. Damit kann man dann wieder die Stunden aufstocken, die zuvor abgezogen worden sind, oder man überlegt sich fächerverbindende Projekte oder neue Unterrichtsfächer. So nahm die Entwicklung von hunderten schulinternen Stundentafeln ihren Lauf und wir stehen vor der Situation, dass man innerhalb eines Landkreises nicht unbeschadet umziehen kann. Denn die eine Schule hat sich entschlossen, in Klasse 7 2 Stunden Chemie zu unterrichten, die andere nur eine. Dafür hat diese dann aber 2 Stunden Biologie, hingegen wurde an der anderen nur eine Biologiestunde unterrichtet. Und noch bedenkenswerter wird es beim Stundenumfang der Hauptfächer. Denn die Kontingentstundentafel ermöglicht eine Verschiebung in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 von insgesamt 4 Stunden Deutsch, 3 Stunden Englisch und 5 Stunden Mathematik in das sogenannte Kontingent. 8 Stunden wurden aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und 7 Stunden aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich verschoben. So stärken wir weder die Lesekompetenz noch die MINT-Fächer. Wer wahllos Unterrichtsstunden in ein irgendwie zu verwendendes Kontingent steckt, verringert dadurch die Unterrichtsqualität, hebelt die Vergleichbarkeit aus und schwächt den gesamten Bildungsprozess. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion möchte auf all diesen Gebieten transparente und vergleichbare Bedingungen für jede Schülerin und jeden Schüler erreichen. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, zu prüfen, welche Regelungen getroffen werden müssen, um eine verlässliche Gestaltung der Lernbedingungen und der Leistungsbewertung endlich sicherzustellen. Wir müssen nicht über einheitliche Lernbedingungen zwischen den Bundesländern diskutieren, wenn zwischen Rostock-Lüttenklein und Rostock-Lichtenhagen keine Vergleichbarkeit gegeben ist. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erstens, Herr Butzki, wenn Sie wirklich zugehört hätten, was mich jetzt so ein bisschen enttäuscht, hätten Sie gehört, dass wir nicht alles irgendwo vereinheitlichen wollen und dass wir auch nicht auf die einzelnen Sachen, die Sie jetzt noch mal gesagt haben, mit den außerschulischen Lernorten und so. Da haben Sie vollkommen recht, das kann man nicht vereinheitlichen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir die Grundlagen im Bildungssystem vereinheitlichen und von Chaos, von einer Chaosbeschreibung auch, Herr Renz, habe ich ja nun, ist weit entfernt, habe ich nicht gesagt. Ich habe aufgezählt, was alles mangelhaft ist, wo wir nachbessern müssen. Und es kann mir keiner erzählen, dass die Leistungsbewertungsverordnung zu Ende gedacht ist. Genau, und das muss man prüfen. Die Leistungsbewertungsverordnung ist nicht zu Ende gedacht. Sie regelt in Mathematik, Deutsch und Englisch die Anzahl der Klassenarbeiten. Ja, das gab es seit 15 Jahren.
Seit 15 Jahren steht das fest. Das ist doch nicht neu. Das ist nur rausgenommen aus einer anderen Verordnung. Und ich bin auch nicht, da müssen wir drüber diskutieren. Es ist ein Prüfauftrag. Gucken Sie oben rüber, ein Prüfauftrag. Und wenn ich sage, alle anderen Klassenarbeiten bleiben den Schulen freigestellt, ist das natürlich möglich. Aber dann kann ich nicht, sehr geehrter Herr Minister, die Prozentzahlen festlegen, wie viel wertig denn eine Klassenarbeit ist, wenn sie denn freiwillig geschrieben werden kann. Diese Verordnung sagt, jede Schule kann selbst entscheiden, ob sie in irgendwelchen Fächern Klassenarbeiten schreibt oder nicht. Aber gleichzeitig legt sie fest, wie viel wertig eine Zensur dann ist. Wenn ich als Schule die Freiwilligkeit habe, dann möchte ich auch keine Festsetzung haben, dass, wenn ich eine Klassenarbeit schreibe, die 25% wert ist und wenn ich zwei Klassenarbeiten schreibe, dass die dann 40% wert ist. Das funktioniert nicht. Wenn ich sage, es ist jedem selbst überlassen, was durchaus möglich ist, dann kann ich nicht die Prozente festlegen, die dann diese einzelnen Klassenarbeiten haben. Und jetzt erklären Sie mir, wenn ich zwei Klassenarbeiten schreibe, soll die Klassenarbeitsnoten 40% sein. Jetzt schreibe ich, aber nur, das wissen Sie, Herr Butzki, eine Arbeit pro Halbjahr. Nee, ich rede jetzt von zweien, wo sie 40% wert ist. Das heißt, die Klassenarbeitsnote im ersten Halbjahr ist 40% wert, weil ja die zweite erst im zweiten Halbjahr kommt. Das heißt, diese Klassenarbeitsnote entscheidet so in so einem großen Umfang über 6 Monate Schülertätigkeit. Das kann es nicht sein. Erklären Sie mir, wie ich 50% berechnen soll bei Mathe, Deutsch und Englisch, wenn ich im ersten Halbjahr eine schreibe und im zweiten Halbjahr zwei. Dann ist die 3 im Deutschaufsatz 50% der Halbjahresnote wert. Das kann natürlich nicht hinkommen. Das heißt, wenn wir sagen, es ist jedem selbst überlassen, Klassenarbeiten zu schreiben, dann muss ich auch sagen, dass dann die Prozente jedem selbst überlassen werden. Oder man geht einfach dann auch nach diesem einheitlichen Bewertungsmaßstab. Auf der anderen Seite etwas freizustellen und auf der nächsten Seite dann aber hier Prozente festzulegen, das funktioniert nicht. Das ist auch nicht zu Ende gedacht. Diese Regelung kann nicht angewandt werden. Das funktioniert einfach nicht wegen dieser 25, 40 und 50%. Das Schuljahr besteht aus 2 Halbjahren. Ich kann nicht eine einzige Note 40% Wert, eine 40% Wertigkeit geben, wenn die zweite Note erst im zweiten Halbjahr erfolgt. Das haut hinten und vorne nicht hin. Und dann finde ich besonders putzig die Wertigkeit von einer Klassenarbeit. Wenn ich eine Klassenarbeit schreibe, hat diese eine Wertigkeit von 25%. Auf der anderen Seite steht in der Verordnung, dass 3 Noten geschrieben, 3 Arbeiten oder 3 Noten gegeben werden müssen, die nicht aus einer Klassenarbeit entstehen. Damit habe ich 4 Noten. Ja, wie viel wert ist denn jede Note? Die ist doch sowieso ohnehin 25% viel wert. Also diese Regelung muss unbedingt geändert werden, damit sie eben anwendbar ist. Wie gesagt, wenn ich keine Klassenarbeiten vorgebe, was durchaus in Ordnung ist, dann kann ich aber auch nicht die Prozente vorgeben, die dann gelten, wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird. Das ist nicht vergleichbar. Diese Regelung ist einfach nicht umsetzbar. Und warum die Anfrage ist, ist natürlich, weil wir keine vergleichbaren Lernbedingungen haben. Weil wir Schulen haben, die schreiben Klassenarbeiten, andere Schulen haben keine Klassenarbeiten. Wäre nicht weiter wild, wenn nicht diese Prozentangabe hier wäre. Zu den Übergängen zum Gymnasium. In Mecklenburg-Vorpommern ist es nicht geregelt, wann ein Kind ans Gymnasium geht. Es bekommt aber die Schullaufbahnempfehlung. Auf Grundlage welcher Kriterien wird diese Schullaufbahnempfehlung gemacht? Auf Grundlage welcher Kriterien? Ich bin sehr wohl für den Elternwillen, aber dann muss man gucken,
dass von Schule zu Schule die gleichen Kriterien gelten. Dass man sagt, meinetwegen auch ein Leistungsdurchschnitt, aber niemals auf die, den Elternwillen verzichtet, niemals auf die Probezeit verzichtet. Nun geht ein Kind deswegen, dass wir können auch andere Kriterien festlegen. Es müssen keine Noten, keine festgesetzten Noten sein. Der Elternwille steht nebenbei. Nein, warum oben drüber? Das ist Quatsch. Das muss doch einhergehen. Und wenn jetzt, Herr Butzki, stellen Sie sich vor, Sie geben einem Kind eine Schullaufbahnempfehlung, nicht fürs Gymnasium, sondern für die mittlere Reife. Die Eltern entscheiden sich, das Kind aufs Gymnasium zu geben und sagen, die Probezeit ist nicht bestanden, das halbe Jahr. Und jetzt möchte ich als Mutter gerne Widerspruch einlegen und kann das nicht, Herr Minister, weil es keine Kriterien gibt, wann kann ich aufs Gymnasium, wann ist die Probezeit nicht bestanden. Denn auch für das Nichtbestehen der Probezeit gibt es keine Kriterien. Wenn die Mutter jetzt einen Widerspruch einreichen würde, geht das gar nicht, weil die Probezeit nur ein halbes Jahr ist. Und das Halbjahreszeugnis stellt keinen Verwaltungsakt dar. Ich kann also nur am Ende des Schuljahres regeln, wenn die Versetzungsbestimmungen eingehalten werden, ist die Probezeit geschafft. Wenn nicht, geht das Kind zurück. Das wäre eine Möglichkeit. Da könnte ich dann auch Widerspruch einlegen, weil ja nur das Endjahreszeugnis auch tatsächlich einen Verwaltungsakt darstellt. Das ist alles hinten und vorne nicht stimmig. Und ich glaube, da gehört gar nicht viel zu. Und was hier gesagt worden ist von den chaotischen Bedingungen, das ist nicht chaotisch. Es ist ganz klar zu regeln, ein Jahr Probezeit und wir haben dann die Versetzungsbestimmungen. Und alles ist auch rechtssicher, ist vergleichbar und ist verständlich. Wenn wir jetzt noch mal überlegen mit den Übergängen zum Gymnasium nach Klasse 7, da muss ich auf einmal einen Notendurchschnitt haben, der besser ist als 2,5. Besser. Und da zählt dann auch noch die zweite Fremdsprache mit rein. Na, was ist das denn für ein Quatsch? Am Gymnasium gibt es die spät beginnende Fremdsprache. Warum reicht dann nicht Mathe, Deutsch, Englisch? Warum muss noch die zweite Fremdsprache eingeführt werden oder mit einberechnet werden? Damit tun wir der Durchlässigkeit überhaupt keinen Gefallen. Es ist verdammt schwer, nach der 7. Klasse dann aufs Gymnasium zu wechseln. Oder aber dem Kind fällt auf die Füße, dass es sich für die zweite Fremdsprache entschieden hat. Was nun mit der mittleren Reifeprüfung am Gymnasium ist, das möchte ich auch erklären. Wer als Schüler an der mittleren Reifeprüfung am Gymnasium teilnimmt, unterschreibt gleichzeitig den Antrag, dass er anschließend das Gymnasium verlässt. Wenn ich in der 10. Klasse an der mittleren Reifeprüfung des Gymnasiums teilnehme, muss ich nach bestandener Prüfung das Gymnasium verlassen. Ich kann mich am gleichen Tag bei der Volkshochschule anmelden und dort dann mich zum Abitur anmelden. Das heißt, um meinen Bildungsgang fortzusetzen, muss ich die Schule verlassen. Wenn einer die mittlere Reife bestanden hat, dann hat er damit eine der Bedingungen erfüllt, auch tatsächlich das Abitur ablegen zu können. Nein, in Mecklenburg-Vorpommern muss er das Gymnasium verlassen. Und das ist einfach ungerecht. Und da müssen wir ebenfalls etwas ändern. Und ich denke, dass das auch nicht schwer sein kann, dass man wirklich prüft. Und deswegen denke ich, geht es auch nicht in dem Sinne, wie Sie gesagt haben, die eine Verordnung in den Bildungsausschuss. Das sind viele Verordnungen, die aneinander oder ineinander greifen. Und dadurch ist das eben ziemlich komplex. Und deswegen muss da das durchdacht werden. Und wir müssen da ganz einfach Änderungen hinbekommen, damit die Bedingungen vergleichbarer werden und eben dann auch letztendlich anwendbar sind. Und das nächste ist die Kontingentstundentafel. Die haben wir. Auf der anderen Seite haben wir aber die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz,
dass ein Schüler in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern und überall 265 Wochenstunden erbringen muss, damit das Abitur anerkannt wird. Ich kann doch in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht nachprüfen, ob das Kind 265 Stunden hat. Wenn es die Schule wechselt, dann hat es unterschiedliche Stunden im Gepäck. Und dann kann keiner nachzählen, ob es dann 265 Stunden hat, aufgrund der Kontingentstundentafel. Und das finde ich zum einen nicht nachvollziehbar. Und zum anderen finde ich nicht nachvollziehbar, dass wir seit diesem Schuljahr die Klassenleiterstunden haben, die nicht mehr am Kind gearbeitet werden müssen, sondern richtigerweise als Anerkennung für die Tätigkeit der Klassenlehrer da ist. Aber dann kann ich das doch nicht auf Kosten der Schüler machen, denn die Klassenleiterstunde steht weiterhin in der Kontingentstundentafel, wird zu den 265 dazugezählt. Dann muss ich einfach sagen, das muss ich über die Arbeitszeit der Lehrkräfte regeln, also über eine Anrechnungsmöglichkeit von der einen Stunde. Und das ist ja nur in Klasse 5 und 6 der Fall. Aber wenn diese Klasse 5 und 6 die Klassenleiterstunde dann ganz einfach nicht mehr gegeben wird am Kind, dann hat das Kind auch nicht mehr die 265 Stunden oder läuft Gefahr. Ich bitte Sie, das alles noch mal zu überdenken. Ich würde den Antrag der Grünen befürworten, hier unseren Antrag in den Bildungsausschuss zu überweisen und gemeinsam mit Ihnen darüber zu reden.